Yo Leute, was geht und willkommen zu diesem Video. Heute ist das neue große Oster-Update in Fortnite reingekommen. Mit ganz vielen neuen Waffen, neuen Perks, Map-Änderungen und noch gratis Items. Und im heutigen Video zeige ich euch alles. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Und falls ihr mich finanziell mega unterstützen wollt, tragt gerne im Fortnite Item Shop mein Creator-Code Lenny-OG ein. Kostet euch gar nichts, geht mega schnell, aber unterstützt mich wirklich mega. Also tragt den gerne ein, aber jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, als erstes seht ihr, ich habe hier einige Sachen bekommen. Und zwar einmal den Bonus-Deal, den kann ich mir gleich noch mehr abholen. Und dann gibt es auch einen neuen Style für den Fokus-Skin. Das Ganze auf jeden Fall sehr nice, ich finde, der sieht echt geil aus. Also wenn ihr den habt, dann kriegt ihr einen neuen Style für den Fokus-Skin. Dann noch die Totenköpfe, wenn ihr die letzte Season noch freigeschaltet habt. Die kommen bei mir erst jetzt an, halt, desto mehr Kills ihr gemacht habt, desto mehr von diesen Stacheln sind da dran. Und dann noch einmal mehr Sachen von diesem Geralt von Riva. Keine Ahnung, aus welchem Film das nochmal war. Auch aus dem letzten Battle Pass. Und dann könnt ihr euch auch hier die neuen Bonus-Deal abholen, wenn ihr jetzt genug Level habt. Ich bin jetzt Level 150. Das heißt, ich kann mir alle jetzt von der ersten Seite abholen und dann die nächste auch nochmal gleich. Und dann hierfür braucht ihr dann noch die anderen Level. Es gibt wirklich noch richtig krasse Sachen, die in diesem Update noch reinkommen sind, wie auch die Charge und andere neue Waffen. Außerdem auch Map-Änderungen und neue Cosmetics und neue andere Items. Das Ganze werde ich euch alles im heutigen Video natürlich zeigen, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Es gibt auch unter anderem neue Perks und so, also bleibt wirklich bis zum Ende dran. Ich lande jetzt erstmal auf Safe, um euch wirklich auch alles zeigen zu können. Und hier ist schon direkt eine neue Sache, und zwar ist ja das Oster-Update. Und ihr seht schon, hier sind direkt neue Hühner. Und zwar gibt es jetzt drei verschiedene Hühnerarten, soweit ich weiß. Und direkt noch eine neue Waffe. Und zwar gibt es jetzt drei verschiedene neue Hühnerarten. Oder zwei, ich bin nicht ganz sicher. Also eher gesagt Eierarten. Die droppen halt nämlich jetzt Eier, die verschiedene Effekte haben. Die werden uns jetzt gleich anschauen, die sind ja da. Außerdem gibt es auch als erstes Item, was ich schon mal gefunden habe, natürlich den Osterlauncher wieder. Der halt Ostereier feuert. Ich feuere die jetzt nicht ab, weil dann müsste ich meine Muni verschwenden. Aber ich denke, ihr kennt den, aber gleich werde ich ihn auch bestimmt noch benutzen. Hier ist er direkt wieder, Eierwerfer. Genau. Ich hoffe mal, ich kann doch gleich schon fast alle neuen Perks eigentlich freischalten. Natürlich gibt es auch wieder gratis Cosmetics, dieses Update. Weil es ist ja ein Holiday-Update und da gibt es eigentlich immer gratis Sachen. Wie seht ihr hier bei den Aufträgen, ein paar gratis Sachen und auch ein bisschen XP zum Abstauben. Da werde ich jetzt aber nicht so viel zu zeigen. Es gibt leider kein gratis Skin-Up, aber dafür natürlich Sprays und alles. Aber Skins gibt es ja eigentlich nur zu Weihnachten und nie zu Ostern oder was auch immer. Oh, hier vorne sind auch schon Gegner. Ihr seht schon, ich kriege die ganze Zeit ein neues XP auch. Es gibt auch jetzt eine neue Art von NPCs, die euch wirklich dabei holen, den epischen Sieg zu holen. Ich bin mir nicht sicher, dass das schon ist, aber auf jeden Fall ein Gegner. Der ist tot. Und zwar gibt es eine neue Art von NPCs, die echt gut sind sogar. Die muss ich jetzt gleich auch mal ausprobieren, wenn ich die finde. Mal schauen, ob es den hier schon gibt, weil das ist auf jeden Fall anderer als der hier vorher war. Okay, nee, der sieht einfach noch genauso aus wie vorher. Der hat sich nicht geändert. Ich kaufe mir einfach mal trotzdem hier die epische Pistole. Und dann schauen wir mal, ob wir schon ein neues Perk kriegen. Noch kein neues. Ich wechsle jetzt einfach mal ein paar Mal. Ich krieg keine neuen. Okay, Schlüsselmeister nehme ich erstmal. Gleich werden wir mit Sicherheit noch ein neues bekommen. Leute, kurze Einmeldung. Es gibt die neuen Perks noch nicht im Spiel. Epic hat zwar gesagt, dass wir jetzt in diesen Update reingekommen sind, aber sie haben irgendwie verkackt, die reinzubringen. Ich werde in diesem Video noch ein paar Mal sagen und auch all mein Gold, also es ist wirklich, seit ich habe irgendwie 2500 Gold ausgegeben und die nicht bekommen, weil ich dachte, die sind schon drin. Aber Epic hat da irgendwie gepopelt. Die sollten eigentlich dieses Update reinkommen, wurden ja auch geleakt, aber sie sind noch nicht aktiviert, aber sie sind schon drin. Also sie werden, denke ich mal, heute sogar noch oder morgen spätestens dann reinkommen. Die goldene Piste, obwohl, ne, ich nehme die Pump mit. Guck mal gleich, dass wir aber auch die neue oder gesagt alte Pump kriegen. Die gibt es nämlich auch in einem Perk. Und zwar die Charge. Ist auf jeden Fall eine Meinungssache, ob ihr die Waffe mögt oder nicht mögt. Ich finde sie auf jeden Fall ganz nice, man muss halt damit spielen können. Aber vielleicht kommt dazu auch nochmal ein Tipps und Tricks Video. Aber jetzt gehe ich nochmal zurück hier zu den Hühnern. Denn die sind ja mit auch einer der Hauptbestandteile aus dem neuen Update. Und zwar können die ja Eier legen. Und hier seht ihr schon einige der Eier. Und zwar hier einmal aufsammeln kann ich das Ei auch und mir es dann irgendwann gönnen. Das heißt federn das Ei und das ist dann wahrscheinlich, dass ich diesen Effekt habe. Ja, ganz genau. Und ist eigentlich ganz nice für eine Rotation. Ihr könnt es euch auch direkt gönnen. Das hier ist, glaube ich, nochmal genau das gleiche. Ja, aber es sollte auch noch andere Eier geben, wie zum Beispiel das hier. Was ist das? Okay, das ist ein heilendes Ei. Das heißt, wenn ich low bin, wird mich das healen. Warte mal. Schlüpft das? Es schlüpft was raus. Okay, aber nur ein normales Huhn. Es gibt aber auch noch ein etwas selteneres Ei. Das war da jetzt leider nicht. Und zwar ein Goldei. Das kann man nicht aufsammeln, sondern wenn ihr es euch gönnt, kriegt ihr einfach nur mehr Gold. Und das ist auf jeden Fall sehr cool.
leider alles keine goldenen Eier, aber ich denke, die sind auch ziemlich selten. Eine kleine Map-Änderung gibt es auch auf der Insel zum Beispiel, aber das werden wir hoffentlich gleich sehen. Und zwar gibt es dort jetzt ganz viele Jumpets noch. Ich glaube 3 insgesamt, die dort verteilt sind, damit man noch besser wegrotieren kann. Gucken wir uns erstmal den Boss hier. Okay, die Handlanger haben anscheinend besser auf Aim gekommen. Fühlt sich so an irgendwie, aber ich denke nicht. Das ist wahrscheinlich einfach nur gerade Lack von ihnen. Und da ist ein Gegner. Den habe ich aber gesehen. Okay, der muss gepusht werden, ganz klar. Ich versuche jetzt mal den Eier-Launcher einzusetzen. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Ach, die Kacke, die Finger übelst weit weg. Okay, den haben wir. Oh, hier macht noch ein anderer den Eier-Launcher. Und ich habe auch schon fast kein Heal mehr. Aber ich glaube, der Eier-Launcher ist jetzt nicht so die beste Waffe, sagen wir es mal so. Also ihr seht ja, wie weit die Eier da wegspringen. Das ist nicht so optimal. Probieren wir mal was aus. Okay, das fliegt zu mir raus. Ach du Kacke. Okay, das war's mit ihm. So, hoffentlich kann ich dann jetzt mal den Boss holen. Und nochmal eine neue Chance auf den Perk. Wieder kein neues. Ich wechsle jetzt aber sehr lange mal. Aber ich krieg keins. Kann doch nicht sein. 1600 Goldverbindungen. Also 16 Mal gewechselt und keins bekommen. Ich hoffe, es kann eigentlich nicht sein. Ich weiß nicht, ob das gerade ein Bug ist. Ob es die gar nicht gibt. Also auf jeden Fall wurden neu eingeführt, aber anscheinend sind die noch nicht reingekommen. War das ist scheiße. Und jetzt kommt ja noch ein Gegner. Das war's auch wieder mit ihm. Ach, er hatte schon den Tresor gelootet. Es könnte tatsächlich sein, dass die Perks noch gar nicht neu reinkommen sind, aber dann werde ich euch natürlich jetzt sagen, welches es gibt. Lass mal den Gegner holen. Hoffentlich. Höre ich, das wäre meine Wall gewesen. Versuche ich es noch einmal mit dem Eierlauncher. Okay, der ist echt mega low. Lower geht's kaum, aber hier kommen gerade auch noch andere Gegner. Okay, das war's mit ihm. Ich gehöre jetzt einfach mal den Slurp Juice. Es hat aber auch noch keiner die neuen Sachen irgendwie. Also den Flintknock oder die Charge gibt es ja mit einem Perk. Das ist auf jeden Fall eigentlich mein Lieblingsperk dann, aber anscheinend haben die es noch nicht reingemacht. Weil sonst hätte ich es gerade auch mit Sicherheit bekommen. Also auf jeden Fall wird es ein Perk geben oder sollte es eigentlich schon geben, keine Ahnung, warum ich das nicht bekomme, wo man eine Charge Shotgun und eine Flintknock bekommt. Dann eins, wo man sich beim Wasserschwimmen healen kann, halt quasi als wäre man so ein Slurpee. Und eins, wo man sich auf einer Grindbahn auch healen kann. Aber ich habe keins davon bekommen. Die Insel spawnt jetzt auch. Okay, hier sind nochmal Eier, aber wieder nur die normalen, aber die gönne ich mir trotzdem. Und die Insel ist da. Flopper. Oh, hier ist aber auch ein Gegner. Genau, da. Okay, es ist echt nervig, hier mit zu fighten. Könnte aber auch ein Vorteil werden. Okay, es könnte kein Vorteil werden. Okay, den haben wir trotzdem. Das war aber close. Sehr close, um ehrlich zu sein. Und dann würde ich sagen, ab zur Insel. Okay. Näher geht's ja kaum. Und dann gucken wir mal, wo die neuen Jumpets sind. Hier ist auf jeden Fall schon mal eins. Und damit kann man dann direkt auch schon aufs Haus fliegen, um Highground zu taken, und da holt sich schon jemand die Pferde. Da ist auch noch eins der Jumpheads und da ist noch das dritte. Und da ist auch noch irgendwo ein Gegner. Das ist hier, denke ich mal, ein sehr guter Gegner gerade. Okay. Der ist tot. Aber ich bin wahrscheinlich gleich auch tot. Und es droppt mir auch keine Splashies. Aber ich kann die Splashies nicht aufsammeln. Und meine Pump ist weg. Was war das für ein Bug, Junge? Warum ist mein Pump weg? Ich will die Pump von mir. Danke. Okay, da benutzt jemand auf jeden Fall den neuen Launcher. Ich werde jetzt den Launcher mal droppen. Das ist echt nicht meine Lieblingswaffe. Oh mein Gott. Ich checke gar nichts. So. Okay. Die Frage ist, hier sind gerade echt tausende Gegner. Mal gucken, ob ich
hier die Insel überleben kann. Okay, der ist tot, aber er hat leider keine neuen Slurp-Juices und da hat sich jemand die Starkwaffe gegönnt. Der darf aber nicht wegkommen. Oh mein, ist er aufs Schwert gegangen? So, hier ist er ja. Oh, dann haben wir noch eine Starkwaffe, das heißt, wir können eigentlich schon verschwinden. Slurp-Juices nehme ich auch mal gerne mit. Okay Leute, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da. Leider habe ich jetzt das neue Perk nicht bekommen. Das ist echt ziemlich komisch. Aber ich denke, es ist schon drin eigentlich. Die neuen Perks kann ich euch nochmal kurz sagen. Es gibt, wie gesagt, diesen, dass man im Wasser sich healen kann. Dann, dass man sich halt auf den Grindbahn healen kann. Dann natürlich, wie eben schon gesagt, dass man die Charge Shotgun und die Flintlock bekommt. Dann, dass man einen Eierlauncher und so was anderes mit dem Ei bekommt. Aber das ist, denke ich mal, das schlechteste Perk. Und dann noch ein sehr gutes Perk, und zwar Game Time, dass man einen Pizza und ein paar Splashies bekommt. Das würde ich dann am Ende erst aktivieren, wenn ihr halt kein Heal mehr habt. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Perk. Leider habe ich jetzt keins davon bekommen, was irgendwie gar keinen Sinn macht. Das ist jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da, abonniert den Kanal und ciao.